Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe, zur 12. Ausgabe, um genau zu sein, von Let's Play Civilization 5 Gods and Kings. Alexander steht vor unserer Küste. Was hat er vor? Wird der Krieg anfangen? Er hasst uns ja schon seit jeher. Wir haben keinerlei Einheiten, um das irgendwie hier... Oh, oh, da fällt mir ein. Wir werden auf jeden Fall eine Wassergeuse kaufen. 650 ist okay. Denn, hier, ne? Gegen Marineeinheiten natürlich. Was ist denn das? Küstenräuber. Plus 20% Kampfstärke beim Angriff auf Städte. Goldraub in Höhe von 34% des bei einer Stadt angerichteten Schadens. Wow! Ach, die sind schon Küstenräuber. Oho, da, jetzt verstehe ich auch, warum das hier unsere Spezialeinheit ist. Kann Schaden auch außerhalb von freundlichem Gebiet heilen. 15 Trefferpunkte pro Runde heilen. Aber ich werde plus 15% für Marineeinheit nehmen, denn vor unserer Küste, ja, lass uns zusammenarbeiten. Vor unserer Küste stehen drei griechische Fregatten und wie wir ja von unseren guten Freunden wissen, hat Alexander schon lange Pläne gegen uns gehegt, geschmiedet, uns einzunehmen. Das goldene Zeitalter wurde beendet. Weißt du was? Ich nehme den großen General. Kann ich gar nicht, um goldenes Zeitalter zu starten. Warum nicht? Seltsam. Huch, da will ich nicht hin. Politik einführen, da nehmen wir doch Wissenschaftsertrag plus Ausforschungsabkommen plus 50%. Demnächst gibt es nämlich ganz viele Wissenschaftsabkommen, die für uns da fertig sind. Ich lasse dich in der Stadt, damit du nicht angegriffen werden kannst. Rucki-zucki. Wer hat das Taj Mahal vollendet? Ja, warte, okay. Haben wir nicht gebaut. Wir bauen Big Ben, Machu Picchu und den Porzellanturm. Wittenberg suchen bei weltlichen Angelegenheiten, bla bla bla. Goldenes Zeitalter ist vorbei. Nächste Runde? Nein. Erstmal gucken, wer Geld hat. Wer hat Geld? Oder? Oh, und so wir haben Zucker. Wir haben das Geld. Wir haben den Zucker. Und wir wollen 130. Oder, ach, was hat er mir hier vergeben? Ja, Botschaft annehmen. Hä? Wir haben doch auch eine Botschaft. Okay, warte. Und jetzt? 105 plus Botschaft annehmen. Ja, komm, mach. Nun gut. Offene Grenzen wären auch cool, glaube ich. Macht er aber nicht. Okay, hier, warte. Die haben wir, glaube ich, auch schon alles verkauft, was wir haben. Wenn wir Geld bräuchten, können wir jetzt tatsächlich die Seide auch verkaufen. Da wir ja plus 16%, also plus 16 Zufriedenheit haben und nur 2 abgezogen bekommen, wenn wir das letzte Luxusgut auch verkaufen, das werden wir dann wahrscheinlich machen, wenn es tatsächlich zum Krieg mit Alexander kommt, dem wir jetzt zum Beispiel Zucker verkaufen könnten, dass er ja verliert, wenn es zum Krieg kommt. Signotti? Signotti? Vorschlagen? 90? Hat er nicht eben 88? Oh, nee. Junge. Nein, Botschaft an ihm. Eisen auch. Wenn er unsere Botschaft annimmt. Okay. Haben wir dann einen Vorteil? Können wir dann nicht irgendwie dann unsere Spione hinschicken? Naja. Ah, auf jeden Fall habe ich das jetzt gemacht. Hat er A, weniger Eisen. Braucht man für Fregatten Eisen. Eieieiei, der hat wirklich hier einiges vor, ne? Wir haben ja leider unsere Galeasse. Ah, ne, die kann doch hier hinfahren. Dauert ja nur 9 Runden. Huiuiui. Ich weiß nicht, ob das so lange gut geht. Die Nach kann sich doch da gegen diese Einheit nicht erwehren. Weißt du was? Wir können Askia fragen, unserem Buddy, ob er nicht gegen Alexander Krieg führen will. Leider nicht. Auf gar keinen Fall. Schade. Besprechen sollen wir Krieg erklären gegen Alexander. Das ist ein verlockendes Angebot. Ich nehme es an, aber mein Reich ist noch nicht ganz bereit. Also gewährt mir noch 10 Runden. Ich werde bei euch melden, wenn ich soweit bin. Ja, ja, klar. Er wird sich melden. Ui, da oben hat er jetzt sogar... Ah gut, Wittenberg ist ja mit uns verbündet. Unsere neue Stadt kann gegründet werden, Arnheim.
Oh, jetzt haben wir aber ja gar keine. Hm. Nimm die Gatling-Kanone. Oh Gott, jetzt braucht die so lange. Nimm die Gatling-Kanone, beweg sie da hin. Nimm die, geh da hin. Genau, dann kannst du da rein. Nimwegen kriegt irgendwann auch eine neue Einheit. Hier war da. Wie sieht's bei dir aus mit Krieg gegen Dingsbums? Anderer Spieler, Krieg gegen Alexander. Was verlangt er dafür? Auf gar keinen Fall. Besprechen, sollen wir Krieg erklären gegen Alexander. Au, auch 10 Runden, sehr schön. Oder vielleicht? Oh, Wu Zetian ist freundlich. Krieg gegen Alexander, jetzt sofort nicht. Okay, besprechen, sollen wir einen Krieg erklären gegen Alexander. Ah, schade. Aber ich habe 2 Jungs mit am Start, die in 10 Runden dann soweit sind, mit mir in den Krieg zu ziehen. Der Krieg wird allerdings früher anfangen, so wie ich das hier sehe. Was ich gerne hätte, wären Kanonen. Ja, Kanonen. Kanonen können nämlich vom Land aus aufs Wasser schießen. Oh ja, dann hätte ich natürlich auch gerne das Dynamit. Dauert zwar 10 Runden, aber dann kann ich meine Kanonen dann später upgraden. Anheim. Bau doch eine Fregatte. Dauert auch nicht lange. Monaco hat eine Verbindung. Baumwolle annehmen. Hast du nicht andere Luxusgüter? Okay, wir nehmen das Geld. Oh, sehr gut. Geld kann man nicht gebrauchen. Wieso sind wir eigentlich goldtechnisch wieder nur bei plus 41? Waren wir dann nicht bei plus 1000 vorher? Oh, Navigation gestohlen. Nein! Der Porzellanturm wurde vollendet und nicht von uns. Menno. Naja, wir haben noch 2 andere große Wunder in der Mache. Hoffentlich funktionieren die. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Eisen haben wir zur Genüge. Amsterdam. Haha. Ja, schade um die... beendet. Porzellan. Wir haben doch Porzellanturm gebaut. Haben wir den jetzt gebaut oder nicht? Dafür muss ich auf Amsterdam klicken. Und hier gucken, Wunder, 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 Chichen Itza, Palast, Sixtinische Hochschule, große Bibliothek, kein Porzellanturm. Schade, schade, schade. Ich hätte gerne die öffentliche Schule, da haben wir keine Zeit für. Wir nehmen die Kanone. Und der Bautrupp automated, das ist klar. La 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 la. Die Gatling-Kanone fortified. Du bekommst keine Verteidigung, das lohnt sich nicht, nicht mal den Speer. Meine Umstände kann mit Hiawatha, tut mir leid, aber es ist kein Interesse, du hast uns auch nicht mit Alexander geholfen. Anke wurde befördert. Botschaft annehmen. Pff, nee. Anke wurde nochmal befördert. Was? Wurde vom Rekrut zum Agent, wurde vom Agent zum Spezialagent befördert. Aha. Ich weiß zwar nicht, warum sie auf einmal so einen riesen Schub hat, aber naja. Ja, schön, Anke. Danke. Haha, ihr habt gedacht, ich mache diesen blöden Wortwitz. Das Reimemonster hat hier aber nicht zugeschlagen, sondern hält sich zurück. Die Wassergeuse hat eine Stärke von 25, während die Fregatte... Ach, die Wassergeuse kann keinen Fernkampf ausführen. Dafür aber die Fregatte. Das ist... Ah, I see, I see. Und die Karavelle? Kann auch nur. Ja, dann nehmen wir noch eine Fregatte. Die kann nämlich Fernkämpfe ausführen und ist dann selbst nicht angreifbar. Hat einen griechischen Spion in Amsterdam getötet. Der Technologie steht... Oh Gott, ja, sie hat ihn umgebracht. Euer Spezialagent Anke hat einen chinesischen Spion getötet. China und Griechenland. Okay, von Griechenland hätte ich das ja erwartet. Aber... Stehlen wurde im Rang Spezialagent. Beförderte Spione stehlen offensiv Technologien schneller und fangen defensiv feindliche Spione defensiver. Das ist sehr schön. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, Anke, für deine Gegenspionage und das Töten von feindlichen Spionen, das ja anscheinend okay ist. Ja, da solltest du auch ein bisschen, ja, ne? Ja, sehe ich Tränen in deinen roten Augen. Ich
lese das gerade mal vor, da ich ein bisschen so schon drauf bin, so von wegen, wenn sich jemand entschuldigt, dass ich da lange zuhöre. Ich bedauere, falls es durch die Aktivitäten unseres verstorbenen Agenten zu Unklarheiten gekommen ist. Bitte lasst jegliche feindlichen Emotionen mit dem Dahingeschiedenen ruhen. Da hat sie sich wohl ausgedrückt. Aber damit unterstellt sie dem Spion ja, dass er auf eigene Faust gehandelt hat und sie damit nichts zu tun hat. Ich weiß aber natürlich, dass sie den Spion nach Amsterdam geschickt hat, um uns auszuspionieren und Technologien zu klauen. Die alte Hexe. Jetzt kann ich natürlich gütig sagen, ich vergebe euch, um die freundlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern aufrechtzuerhalten, denn China ist ein wichtiger Handelspartner. Mein Gott, wie im richtigen Leben. China verletzt Menschenrechte. Ja, solange sie ein wichtiger Handelspartner sind, ist alles okay. Oder ich kann nicht über die Beleidigung hinwegsehen. Ja, und dann, ich meine, was bringt uns, also wenn wir jetzt sagen, nee, ist voll blöd, dann sind wir ja irgendwie, das ist ja nur schlecht für die diplomatischen Beziehungen. Ich vergebe ihr jetzt mal, wenn sie es nochmal macht, ne, jetzt bin ich nicht mehr so gnädig. Denn, trick me once, shame on you, trick me twice, shame on me. Ach, auf einmal ist er freundlich. Ja, guck mal jetzt seine Körperhaltung hier. Ich bedauere, dass es, ja. Da selbst das Pferd zieht die Ohren ein und guckt, goldiges Pferd. Ihm würde ich ja gerne, aber das Pferd ist, Ich würde es natürlich gerne sagen, ich kann über diese Beleidigung nicht hinwegsehen, da er ja vorher schon voll arschig zu uns war. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, einen Krieg zu verhindern wahrscheinlich. Ich entscheide mich für Frieden und vergebe ihm. Und für ihn gilt dasselbe wie für China. Er kommt hier nochmal mit dem Schrecken davon, aber für ihn gilt auch nur, dass er auf Bewährung ist. Und ich das nicht nochmal sehen will, falls es nochmal dazu kommt. Alter, eben vergebe ich ihm und jetzt guckt das Pferd schon wieder voll schnippisch. Das gibt's doch nicht. Guck mal, das Pferd denunziert uns. Ich glaube ja, dass das Pferd Alexander kontrolliert und nicht andersrum. Und das Pferd eigentlich der Machthaber über das griechische Volk ist. Das war ein Nicken. Das Pferd hat auch Angst, dass wir ihm auf die Schliche kommen. Dafür werdet ihr schon bald bezahlen. Ich glaube, Einfluss auf Stadtstand verändert hat da jemand das Patronat fertiggestellt. Es ist der Wille. Schauen wir mal. Ja, leider nicht mehr da. Arnhain hat eine Religion angenommen. Welche wird es sein? Ah ja. Achso, ist ja unsere Stadt, unsere Religion. Warum hat Kyoto eigentlich keinen Evangelismus? Dabei stehen wir doch ganz nah aneinander. Oh! Anstatt zu erkunden, kommst du lieber mal zurück und sorgst dafür hier. Wo ist denn das andere Schiff, das ich mal vor 8 Runden dahin geschickt habe? Na, endlich. Oh, da kannst du eigentlich auch zurück, weil ja dort jetzt auch Alexander am Start ist. Mann. Auch eine Fregatte. Arnhain, Griechenland, ja. Also die Griechen sind echt, also hoi. Eigentlich soll ich es auf den Krieg ankommen lassen. Seinen Angriff abwehren, mit 2-3 Einheiten vor seine Hauptstadt gehen, ein bisschen Angst machen und dann einen Frieden erzwingen. Einen Frieden erzwingen, bei dem ich all sein Gold an mich nehme. Ja. Du. Kleiner Pikenier, gehst nach Nijmegen. Und tauscht den Platz mit der Kanone. So, wer Amsterdam, da, öffentliche Schule, jetzt aber, ja, wobei das Wasserkraftwerk, plus 1 Produktion für jedes Geländefeld, das einem Fluss liegt, das sind viele Geländefelder, braucht ein Aluminium, wir haben 3, das passt. Räucherwerk an Askia ist fertig, okay, aber erstmal in Den Haag noch, Stadtmauern. Ja, wer weiß, ob wir das nicht brauchen gegen die griechischen Invasoren. Wohin des Wegs? Dann nach oben. Achso, auf offenem Gelände, denn du wirst aufs Meer feuern. Baumwolle Salz annehmen. Schön, dass er sich von sich aus meldet.
Alexander hat hier Avatar den Krieg erklärt. Sehr schön. Wir nicht. Ha. Ach so, ja, später werden uns die ganzen Leute fragen. Und sollen wir jetzt in den Krieg gehen? Und wir sagen so, oh nee, doch nicht. Geht ihr mal allein. Die Karawelle geht nach Den Haag. Nächste Runde. Zucker. Weißt du was? Ich nehme lieber Kupfer dafür. Nun gut, wunderbar. Oh, nee. Ah gut, 11 Runden, das war ja... Wenn man um 11 Runden geschlagen wird, ist das nicht so schlimm. Yay, Machu Picchu. Wenigstens eins von den drei Wundern ist fertig geworden. Ist zwar jetzt nicht ganz die tolle Ausbeute, aber... Oh, wir können... Haben wir schon Artillerie? Ah ja, gerade eben. Yeah. Jetzt probier nochmal hier mit deinem... Mit deinen Schiffen uns einzunehmen, Alexander. Ich hätte gern einen großen General, nicht General, Admiral. Genau, den habe ich noch nicht gehabt. Das wäre schön, wenn man den bekäme. Gibt es etwas, dass du jetzt hier auf die Schnelle das Funkwesen... Oder aber, wir machen wieder einen auf Allgemein und bauen noch eine Akademie. Hier oben zum Beispiel. Kommst du da hin, Amsterdam? Ja, oder hier. Hier ist eine gute Stelle für eine Akademie. Plus 10 Wissenschaft, das wirst du bauen. Und ich hoffe auch, dass du das hier annimmst. Dafür werden wir sorgen. Zack. Forschung wählen. Die Akademie hat eine Runde fürs Funkwesen gebracht. Wunderbar. Die Dampfmaschine, die Archäologie stehen auch noch zur Verfügung. Was werden wir nehmen? Normbauteile, um die Weltkriegsinfanterie zu bauen mit einer Stärke von 50. Und die Freiheitsstatue plus 1 Produktion durch jeden Spezialisten in jeder Stadt. Oder die Eisenbahn. Die Eisenbahn. Neuschwanstein? Das ist aber neu. Ah, ist ein Wunder. Zufriedenheit plus 2, Kultur plus 4, Gold plus 6, plus 3 Gold plus 2 Kultur und plus 1 Zufriedenheit durch jede Burg. Burgen haben wir leider so gar keine. Aber das ist ja ein tolles Wunder, wenn man Burgen baut. Bauen wir Burgen? Stadtmauern und Burgen? Um unsere Defensive so weit auszubauen, dass wir auf keinen Fall angegriffen werden. Nee, was ich lieber hätte, wäre hier oben so Zeug wie Öl. Das nämlich sehr wichtig ist, um dann später zum Beispiel was zu bauen. Was sind wir denn? Weltkriegsbomber. Weltkriegsbomber und 3 Decker. Ja. Ah, das haben sie jetzt geändert. Für die Luftfahrt hat man nämlich früher immer das Aluminium gebraucht. Das braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt braucht man Öl. Gut, dass wir das Aluminium so schnell freigeschaltet haben. Jetzt wird man es nicht mehr brauchen. Wofür brauchen wir das Aluminium? Ach, für den... Ja, für die Wasserkraftwerke. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ansonsten Kühltechnik, U-Boot, nee. Ja, mach mal Biologie. Krankenhaus. Ja, das ist alles so ein bla. Dampfmaschine ist auch so bla. Eisenbahn ist okay. Zerstörer. Wie lange dauert das? Dampfmaschine, Eisenbahn, Verbrennungsmotor. Und der Zerstörer braucht kein Öl? Ja, lass uns Zerstörer bauen. Denn wenn es zum Krieg kommen sollte, wird der wahrscheinlich auf dem Wasser stattfinden. Utrecht baut uns Stadtmauern, um dann besser dazustehen. Genauso wie Haarlem bekommt jetzt jeder, der der Küste liegt. So, dich können wir zur Fregatte upgraden. Das ist nice, schön, toll. Forschungsabkommen annehmen, natürlich. Wir haben die Boni, die wir brauchen dafür. Und noch ein Forschungsabkommen. Yeah, Askia hat Alexander den Krieg erklärt. Ah ja. Wir haben hier vorher noch drum gebeten, jetzt macht er es. Ja, wir halten uns da mal noch zurück. Artillerie, wunderbar. Du bleibst in der Stadt. Du bleibst auch in der Stadt. Wer weiß, ob wir dich nicht da irgendwie ausliefern, wenn wir dich draußen lassen. Können wir die Gatling-Kanonen eigentlich noch upgraden? Das wäre ja blöd, wenn nicht... Wahlschwindel in Rio. Ihr verliert die Kontrolle über Rio. Wir hatten Kontrolle über Rio. Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Produktion wählen. Rotterdam braucht keine Stadtmauern. Kriegt sie sie aber trotzdem. Da, wie wir gesagt haben, in jeder Stadt die Burg. Mit der Burg ist natürlich... schon... Was war? Neuschwanstein? Haben wir das jetzt irgendwie ausgesucht eigentlich? Werden wir Neuschwanstein bauen können? Ja.
Wir bauen Neuschwanstein. Burg, ja damit. Produktion wählen, kostet ja nichts. 5 Runden. Ey, das Gute ist, du kannst dann hier so zack durch den Hach durch und bist auf der anderen Seite des Kontinents. Die Karamelle bleibt, was ist. Harlem bekommt eine Burg. Zeit für Krieg gegen Alexander ist gekommen. Okay, lass uns das Letzte, was wir jetzt hier machen, ist zu überlegen, ob wir den Krieg beginnen sollen oder nicht. Was spricht dafür? Alexander ist ein Riesenarsch, wenn man das mal so sagen darf. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber das ist er nun mal. Damit hat er das verdient. Außerdem gefällt mir nicht, dass seine ganzen Schiffe vor meiner Küste rumstreunen. Wobei es auch sein kann, dass er einfach nur noch nicht Ozeane überqueren kann und eigentlich hier vorbei will. Andererseits ist es, glaube ich, gut, wenn wir mit unserem Kumpel Askia den Krieg führen, weil er ja den Hauptteil des Krieges machen wird und wir können ja einfach nur ein paar Schiffe rüberschicken. Ich glaube nicht, dass Alexander Lake sein wird, uns irgendwie hier gefährlich zu werden. Ich glaube, ich werde den Krieg erklären, ganz einfach aus dem Grund, weil Askia ein Riesenschwert in der Hand hat. Und es immer gut ist, mit Menschen in den Krieg zu ziehen, die ein Riesenschwert in der Hand haben. Das ging schnell. Ah ja, hier, deswegen. Okay, jetzt pass auf. Oh, jetzt kannst du nicht so schnell. Naja, egal. Was machen wir mit euch beiden hier? Guck mal, was ich hab hier, Junge. Bam! Oh, schade. Ach so, die Zeit ist um. Ja, dann werden wir wohl bis zum nächsten Mal warten müssen, bis wir den Krieg richtig dann so, weißt du? Du gehst in Deckung, du tauschst die Position. Bis zum nächsten Mal warten, bis wir mit dem Krieg so richtig loslegen. War hier nicht noch irgendwo? Nee, du hattest doch irgendwo. Gut, dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.